Wir könnten über ganz vieles reden. Ich möchte ein Thema herausgreifen, was Ihnen offenbar am Herzen liegt. Und das ist das Thema, das erst seit kurzem eigentlich im Bewusstsein einer großen Öffentlichkeit ist, das Thema der Lebensmittelverschwendung. Welche Dimension hat dieses Problem? Ja, gibt es unterschiedliche Schätzungen. Also es geht von 6,5 Millionen Tonnen bis 20 Millionen Tonnen in Deutschland. Wenn man das sich umrechnet in einen Hilfskonvoi mit 20 Tonnen, dann geht dieser Hilfskonvoi von Lissabon bis Warschau. Und wenn ich vorher die Frau Diekmann gesehen habe richtig, dann weiß ich, was ich mit solchen Mitteln auch anfangen könnte. Und damit ich jetzt genau weiß, möchte ich jetzt eine Studie oder habe ich eine Studie auf den Weg gebracht, wo und warum und wie viel letztendlich anfällt. Sie schauen ja auf dieses Land, hier auf Deutschland. Die Gründe für Lebensmittelverschwendung sind weltweit sehr unterschiedlich. In armen Ländern erreichen die Lebensmittel noch nicht einmal den Markt. Sie verrotten vorher. Und wir haben so eine sehr viel Kauf-, Hamster- und Wegwerfmentalität. Was kann man dagegen tun? Das eine ist auf alle Fälle Bewusstseinsbildung. Und die gute Nachricht ist, keiner wirft gern Lebensmittel weg. Wir haben auch das durch eine Studie belegt, dass die Menschen schlechtes Gewissen haben, wenn sie Lebensmittel wegwerfen, zu 2/3, das ist immerhin schon sehr viel. Und deshalb ist viel mit Aufklärung zu tun. Ich werde gemeinsam mit dem Handel auch hier etwas auf den Weg bringen. Ein Punkt ist hier sehr stark das Mindesthaltbarkeitsdatum, das offensichtlich zu Missverständnissen führt. Es ist eben kein Verfallsdatum wie bei Fleisch, sondern es ist ein Gütesiegel sozusagen. Und man kann es durchaus nachher noch essen. Und man kann auch viele ganz praktische, einfache Sachen machen, nämlich dass man sich, bevor man einkaufen geht, überlegt, wie viel brauche ich denn eigentlich, ist die Packungsgröße dieselbe und kann ich es überhaupt in der einigermaßen vernünftigen Zeit essen und kann ich es vielleicht auch lagern. Hier in Düsseldorf ist eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung ins Leben gerufen worden, von der Messe Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Welternährungsorganisation. Sie versucht, eine Plattform zu bilden, wo die Unternehmen hauptsächlich informiert und engagiert werden sollen. Welche Rolle trifft die Unternehmen? Die Unternehmen trifft in der ganzen Kette natürlich auch eine Rolle. Das beginnt bei der Produktion, aber auch über die Verarbeitung bis hin zum Handel. Ich würde jetzt mal sagen, kein Unternehmer wird von sich aus unsachtgerecht sozusagen mit Lebensmitteln umgehen. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, wenn es sich nicht für Lebensmittel direkt eignet, es auch sinnvoll weiter zu verwerten, es eben nicht in den Müll zu werfen, sondern vielleicht zum Beispiel zur Bioenergiegewinnung oder andere Bereiche auch herzunehmen. Und da wollen wir auch mit den unterschiedlichen Stufen dann in Kontakt treten, wenn wir wissen, wo fällt wie viel an.